Hallo und herzlich willkommen in der Pummelrunde. Wie geht's euch denn so? Wir spielen heute Farming Life. Dieses Spiel ist noch rausgekommen. Und zwar am 18. Oktober. Der liebe Raphael von Ultimate Games hat mir freundlicherweise einen Key für dieses Spiel zur Verfügung gestellt, damit ich euch das zeigen kann. Ich habe noch keine Ahnung von diesem Spiel. Also ich habe natürlich schon Ahnung von diesem Spiel, weil es geht um Farming Life. Also wir wollen der Greatest Agricultural Entrepreneur werden. Ansonsten mag ich total gerne Farming-Spiele. Und deswegen freue ich mich total, dass ich das jetzt spielen darf. Ich finde schon den Startbildschirm, also das Menü, finde ich schon sehr spannend. Was ich auch super finde, das Spiel läuft schon eine Zeit lang und wir haben die ganze Zeit Musik. Sie haben es also schon mal geschafft, dass das Lied wieder von vorne anfängt. Finde ich schon mal super. Ihr wisst, da habe ich irgendwie ein Problem mit, wenn das nicht gemacht wird. Also wenn das irgendwie nicht geschafft wird, nennen wir es mal so. Hier ist das kein Problem, wir haben die ganze Zeit Musik. Und im Hintergrund lachen schon die zwei da die ganze Zeit. Ich mag die allein schon den Bildschirm gerne. Das kleine Häschen da unten neben dem Mähdrescher. Super. Der Typ, der immer mit der Kiste hin und her rennt. Und der Hund, der auch immer hier hin und her rennt. Herrlich, einfach herrlich. So, Schubkarrenmann haben wir auch noch. Naja, jedenfalls weiß ich aber noch nicht so genau, wie es funktioniert. Starten wir jetzt einfach mal und gucken uns das zusammen an. Benenne deinen Hof. Na komm, wir nennen ihn einfach Pummelhof. Was soll? Pummelhof passt schon. Gestalten oder lösche? Übersetzung schon mal ein bisschen schwierig, aber wir gucken mal. Gestalte. Oh, guck mal, schon gespeichert. Flupp. Heute ist Halloween. Jetzt wisst ihr genau, wann ich das aufnehme. Krass. Oh, huch, hallo. Was passiert hier? Jetzt, da ziehen Leute aus. Tschüss. Ach, wir ziehen aufs Land. Ich vermute jetzt einfach mal, dass wir das sind. Oh, wie süß. Oh, mich kriegt man ja sofort mit sowas, ne? Toll. Ach, das ist es jetzt unsere Farm oder ist das die Farm von jemandem? Von unseren Vorfahren sozusagen? Muss ich was machen? Nee, okay, ich mache noch gar nichts. Okay, so ungefähr sieht das Spiel auch aus. Also wir sehen uns immer von oben. Da sind wir. Willkommen auf dem Hof. Die Vogelscheuche begrüßt uns. Das ist wunderbar. Das finde ich ganz toll. Wow, was für ein Chaos hier. Du musst schnell aufräumen, bevor du hier etwas machen kannst. Ja, das ist immer gut. Damit dreht sie mal los, ne? Möchtest du mit dem Tutorial lernen, wie man eine Farm verwaltet? Auf jeden Fall. Großartig. In diesem Fall kommen wir gleich zur Sache. Beginnen wir damit zu lernen, wie man auf der Karte navigiert. Spiel gespeichert. Guck mal, es speichert selber. Finde ich ja schon mal super. Bewegen wir uns auf der Karte mit den Tasten WASD. Weil er hatte das gesagt. Du kannst auch die rechte Maustaste gedrückt halten und die Karte damit verschieben. Achso, ich muss das gar nicht ausprobieren. Toll. Doch, muss es wohl ausprobieren. Oh, ich durfte nicht allzu viel ausprobieren. Aber gut. Dreh nun die Karte mit Q und E oder indem du Scrollen drückst und die Maus bewegst. Das ist gut. Zoome nun mit dem Scrollrad ein oder aus. Geht. Großartig. Wir können weitermachen. Sehr schön, das freut mich. Hier hat sich Müll angesammelt. Lass uns aufräumen. Klicke auf das Abbruchsymbol. Ach, da unten. Halte das Objekt mit der Streifen. Was? Bis der Streifen voll ist. So, steht da. Dann wird das Objekt gelöscht. Entferne den ganzen Müll. Alles klar. Hä, ich wollte hier anfangen. Oh, wir kriegen sogar Geld dafür. Das ist ja fantastisch. Zack, zack. Ich denke mal, wir können im Nachhinein, also, warte mal, wir gucken mal eben ein bisschen weiter von oben. Ich denke mal, das hier ist jetzt unsere Farm. Und im Nachhinein können wir wahrscheinlich hier noch extra Felder freischalten. Schrei ich ein bisschen. Das Spiel ist ein bisschen laut für mich, deswegen ich mache mal für mich ein bisschen leiser, dass ich euch nicht so anschreie. Ich mache das einfach automatisch. Tut mir leid. Ja. Alles sauber.
Großartig, Zeit, das Feld vorzubereiten. Wir brauchen einen Platz, um Obst und Gemüse zu pflanzen, oder? Lass uns graben. Klicke auf die Feldkarte und dann auf das Karottensymbol. Feld. Karotte. Okay, Entschuldigung. Bewege die Maus über die Karte und halte dann die linke Maustaste gedrückt, um ein Feld zu bauen. Oder die rechte, um es zu entfernen. Bau ein Kartoffel. Karotten! Ich stelle gerade Kartoffeln? Keine Ahnung. Yo. Schwups. Hä? Ach, okay. Ah, das ist die Mindestgröße, ja? Gut zu wissen. Jetzt, da wir das Feld haben, muss ich jemand darum kümmern. Klicke auf das Feld und dann auf das entsprechende Interaktionssymbol. Wähle nun das Interaktionssymbol auf dem Feld aus. Ja, das hätte ich schon geschafft. Arbeite. Wähle nun einen Mitarbeiter aus, der sich um das Feld kümmert. Warum nicht sie? Warum macht das nur er? Hat Aufgaben. Kann er das nicht? Kann sie das nicht? Okay, Simon, los geht's. Okay, jetzt ist es Zeit, sich um den Rest des Hofes zu kümmern. Simon und Linda planen auch die Aufzucht von Tieren auf dem Hof. Dafür brauchen sie Platz. Lasst uns ein Gehege bauen. Schlage unerwünschte Bäume. Ich glaube, das heißt so, aber es klingt gerade für mich sehr lustig. So mit dem Baseballschläger? Okay, die sind alle unerwünscht. Puff, okay. Kriegen wir davon... Achso, kriegen wir ein bisschen Geld? Ich glaube, wir kriegen Holz. Errungenschaft, Eroberer Neuling. Das ist ja schön. Was hier passiert? Keine Ahnung. Klicke auf das Gebäudesymbol. Gebäude. Ein Gehege ist ein Gebäude? Da hätte ich vielleicht mir ein extra Gehegesymbol gewünscht. Diese Wörter immer manchmal, ne? Ziehe die Maus über die Karte, während du die linke Taste gedrückt hältst, um einen Schritt zu bauen. Um einen Schritt zu bauen? Oder mit der rechten Taste, um abzubrechen? Um einen Schritt zu bauen? Ich würde es aber dahin. Hier kann ich nicht bauen. Warum nicht? Wieso kann das nicht näher da dran? Na gut. Ausgezeichnet, jeder Hof muss an die Straße angrenzen, sonst kann ihn niemand betreten. Bauen wir eine Straße zum Hof. Klicke auf das Straßenfenster. Wieso müssen wir denn eine Straße bauen? Hier ist die Straße. Ach, das ist eine Bushaltestelle. Okay. Warte mal, ich muss mal eben... Meine Herren, wie groß ist denn die Karte? Guck mal, hier ist auch noch... Können wir hier überall Sachen machen? Schande. Okay, Straße. Bau jetzt einen Weg zum Hof. Ach, du meinst dahin. Okay. Wieso brauchen wir da keins? Das ist schon mal komisch, oder? Also wieso brauchen wir denn dahin einen Weg und da nicht? Möchte der reden? Fragen über Fragen. Jetzt, jedes Tier braucht seinen eigenen Platz. Auch Kaninchen bauen. Wie ein Kaninchenstall. Können wir jetzt mehrere Sachen hier einbauen? Klicke mit der rechten Maustaste. Ja. Warte mal. Dafür müssen wir mal näher dran. Und so. Das ist ja schon schwierig, ne? Wo soll denn der jetzt hin? Kommen hier nur Kaninchen rein oder auch andere Tiere? Oh, Klicke mit der rechten Maustaste, um abzubrechen oder zu drehen. Muss ich das gedrückt halten? Wieso geht denn das nicht? Ich wollte drehen. Mit der linken vielleicht. Ah, mit der linken. Hör mal da ein. Also mit der linken Maustaste kann man den drehen, wenn man mit der linken Maustaste gedrückt hält und zieht. Okay. Das ist ja ein Katzenkratzbaum. Wo ist unsere Katze? Entschuldigung. Ich bin gar nicht leicht abzulenken.
Lass uns jetzt Tiere zu unserer Farm hinzufügen. Achso, ich dachte, die wären schon in dem Stall. Klicke auf den Kaninchenstall und füge ein Kaninchen hinzu. Achso. Kaufe Hase für 45 Dollar. Erforderlich Raum 1. Das heißt, hier können wir 9 haben oder 8. Um dir das Leben zu erleichtern, kannst du einen Futterspender bauen, aus dem die Tiere fressen. Schön. Klicken Sie. Wieso werde ich auf einmal gesiezt? Okay, die Übersetzung ist schon mal. Aber es macht ja nichts. Klicken Sie auf das Gebäudesymbol und bau den Futterspender. Wer hat da denn lektorieren? Ist nicht so gut. Okay. Den baue ich jetzt. Kann der von beiden Seiten? Das ist wahrscheinlich nicht so cool, den so. Möchte den nicht gerade haben? Sehe ich den mitten rein? Ich weiß ja nicht, was da noch hin muss. Pack ihn mal da hin. Guck mal, Gott sei Dank nicht aufs Kaninchen drauf geworfen. Das war knapp. Da wir jetzt Kaninchen haben, muss sich jemand um sie kümmern. Wer sowas? Wähle einen Mitarbeiter aus, klicke anschließend auf den Hof und wähle das entsprechende Symbol. Du hast ganz schön viel Energie. Fahre mit der Maus über den Hof und wähle das Symbol um den sich um. Hä? Wieso kann ich denn nicht? Das geht halt auch, ja? Okay. So, wahrscheinlich einfach nur eine andere Art zu sagen, kümmere dich darum. Du machst das großartig. Ich mag ja Spiele, die mich zwischendurch mal loben. Wo geht sie denn hin? Achso, sie hat was. Karotte endet? Wieso endet die Karotte? Hä? Was macht sie denn da? Ah, okay. Sie hat jetzt da Futter reingemacht. Jetzt hat sie einen Hut aufgesetzt. Und jetzt redet sie mit den... Ach so, vielleicht redet sie mit dem Kaninchen und er unten redet mit den Karotten. Das kann sein. Okay, wo waren wir? Ich freue mich, dass das Spiel mit mir spricht. So, nehmen wir uns die nächste Aufgabe auf dem Hof vor. Und was machen wir mit den mit allen geernteten Produkten? Wir brauchen viel Platz, um sie zu lagern. Bauen wir ein Lagerhaus. Ich denke, wir verkaufen die. Beseitige unnötige Bäume. Ach so. Mensch. Welche denn? Ach so, das sagte mir jetzt erst, ne? Ja, okay. Den, der kann weg. Der kann auch weg. So. Bauenfenster. Zack. Ein Silo. Halte links, um zu drehen und... Guck mal, jetzt ist... Okay, und lass dann los, um ein Gebäude zu bauen. Klicke mit der rechten Maustaste, um es abzubringen. Okay, ich finde aber, dadurch, dass es öfter erklärt wird, ist es schon okay, ne? Also auch wenn es jetzt nicht optimopti sofort erklärt wurde. Hä? Achso. Hä? Ich gehe aber doch nicht so rum. So rum, oder? Ich würde sagen, so rum. Boah, da wächst es. Unser Silo wächst. Das finde ich eine ganz süße Animation eigentlich. Jedes neue Lagergebäude erhöht deine Gesamtlagerkapazität. Wo steht die denn? Wahrscheinlich sagt er mir das gleich, aber ich will gucken. Stehe nicht. Ich sehe es nicht. Molkerei? Warte, ich muss kurz hier nochmal gucken. Wir können doch Fleisch machen? Hätte ich nicht gedacht. Ich weiß nicht warum, aber weil das Spiel so niedlich ist, hätte ich nicht gedacht, dass wir Fleisch machen können. Oder es ist dann vielleicht wie bei den Sims, dass man... das Tier eintauscht gegen Fleisch, weil das Fleisch ist, kommt dann nicht von dem Tier, was wir, ne, weiß schon. So funktioniert das. Jedes neue Lagergebäude hat eine Lagerkapazität. Ja, du hast von jedem Getreidespeichersilo oder Hauptquartier aus Zugriff auf alle deine Ressourcen. Es gibt mehrere. Wir können wirklich die gesamte Karte, ich werde so viel Spaß mit diesem Spiel haben, aber nicht mit euch, das meine ich nicht. Oder? Nein. Keine Ahnung, mal sehen. Wahrscheinlich nicht.
Das Gebäude ist da, aber es gibt keine Möglichkeit, dorthin zu gelangen. Es ist notwendig, eine neue Straße zu bauen, die zum Gebäude führt. Klicke auf den Straßenfenster. Okay, Straße. Bewege den. Ja, okay, ich weiß jetzt. Ja, baue jetzt. Hm, mache ich. So. Wieso muss ich denn zwei? Damit die jetzt Auto auch in die Garage fahren können, wahrscheinlich. Schauen wir uns die Tageszeitung an. Tageszeitung. Können wir bestimmt auch hier drauf klicken, oder? Nein, kann. Okay. Na gut, wegen dem Tutorial wahrscheinlich nicht. Aber ich, wahrscheinlich schon. In der Tageszeitung erfährst du, wie die Einwohner hier leben. Du kannst auch etwas über die Herausforderungen des Bürgermeisters erfahren. Stell dich den Herausforderungen des Bürgermeisters, um dir den Respekt und die Erlaubnis zu verdienen, Land zu kaufen und deine Farm zu erweitern. Aha. Okay, warte mal. Ich möchte aber doch erst hier lesen. Willkommen allen Bauern. Hier kommt die Zeit. Okay, Entschuldigung. Hier kommt die Zeit. Warte, hier kommt die Zeit. Das ist deine Zeit. Hier kommt die Zeit für den Bauern. Das ist deine Zeit. Ach so. Ja, das ergibt Sinn. wir liefern dir die neuesten Nachrichten aus unserer Nachbarschaft und du lieferst Lebensmittel an deine Nachbarn. Klingt das nicht aufregend? Nicht genug? Also hier noch mehr. Du kannst auf der nächsten Seite im Bürgermeisterwettbewerb teilnehmen. Konkurriere mit der anderen Bau... Entschuldigung, aber der hier schon, der nimmt gerade ein anderes Spiel aus mit der VR-Brille. Und ich höre die ganze Zeit im Hintergrund, das hört ihr glaube ich nicht, aber ich höre die ganze Zeit und bestimmt ein gutes Video, was er da aufnimmt. Aber uns ist auch super. So, Entschuldigung. Mal so nebenbei. Du kannst auf der nächsten Seite am Bürgermeisterwettbewerb teilnehmen, konkurrieren mit anderen Bauern in der Gegend, um Belohnungen und die Anerkennung des Bürgermeisters zu gewinnen. Denke daran, das Leben der Bauern ist ein Weg. Ist ein Weg, den Menschen zu dienen. Du versorgst sie mit Lebensmitteln. Kümmerst dich um deine Nachbarn aus der Stadt, hilfst ihnen, wenn sie dich etwas fragen, und sie werden deine treuen Freunde. Bleib dran für tägliche Nachrichten. Viel Glück, Bauern. Ja, und hilf ihnen, wenn sie etwas fragen. Ich erinnere mich an Winter, wo dann der Bauer rumfährt und Leute aus dem Graben zieht. Okay, wir haben zwei Wettbewerbe gerade. Versuchen wir es bei einem Bürgermeisterwettbewerb. Jetzt schon? Wir haben da noch gar nichts. Jährlicher Karottenwettbewerb. Okay, dieses ist die Arena für ehrgeizige Bauern. Das bin ich total. Nimm an den Wettbewerben des Bürgermeisters teil, um eine Belohnung für das... Belohnung und das Vertrauen des Bürgermeisters zu gewinnen. Das ist dein Weg, um ein Weltklasse-Bauer zu werden. Das sind wir jetzt im Herzen sowieso schon. Und deiner Gemeinschaft in der besten Weise zu dienen. Meistere alle Herausforderungen und entdecke die Überraschungen, die die dankbaren Einwohner für dich vorbereitet haben. Achso, pro Level und so. Wir haben aber danach noch mehr anscheinend. Okay. Versuch es. Öffnen. Lieber Simon. Ach, das ist der Bürgermeister. Ach, wir sind gar nicht so weit weggezogen. Wir sind nur aus der Stadtwohnung ausgezogen. Aber das so nebenan quasi, ja? Ist dieselbe Stadt anscheinend. Lieber Simon, ich freue mich, dass du dich unserer Bauerngemeinschaft anschließt. Es ist so wichtig für uns, unseren Menschen lokale Lebensmittel zu liefern. Es ist nicht nur eine Frage der vollen Bäuche, das beste Essen von den besten Bauern. Dafür ist unsere Gegend bekannt. Das ist unser Stolz und Tradition. Wie du wahrscheinlich weißt, ist diese Woche der jährliche Karottenwettbewerb. Klar weiß ich das jetzt schon. Wir konkurrieren mit Leuten aus dem ganzen Land und glaube mir, Simon heiße ich, egal. Wir wollen diesen Wettbewerb gewinnen. Also wir sind der erste Bauer, der hier ist und sonst kein Bauer da, oder wollen die nur alle nicht an den Wettbewerben teilnehmen? Jeder Bauer, der in 3 Tagen 10 Karotten sammelt, gewinnt mein Vertrauen und meinen guten Ruf. Viel Glück. Und viel Glück, Sam. Simon! Ernte 10 Karotten in 3 Tagen. Ich wünsche dir viel Glück. Okay. Wir haben uns da mal eingetragen. Großartig. Das Einzige, was noch zu tun ist, ist zu ernten. In diesem Panel werden deine Fortschritte angezeigt. Was?
Achso, da oben. Okay, das können wir zumachen, ja? Achso. Ja, okay. Wow, die Felder sind außergewöhnlich schnell gewachsen. Darauf werden wir in Zukunft etwas länger warten müssen. Wer hätte das gedacht? Erntet er jetzt einfach? Oh ja! Was müssen wir machen? Der erntet jetzt. Kann man die nicht? Wenn du so am Eingang stehst, ne? Was? Wir können die gar nicht anklicken. Ich dachte, wir können die anklicken. Können wir hier was machen? Nö. Die Karotte endet. Das ist die Zeitung, ne? Können wir mal hier so lange gucken, ne? Willkommen euren Bauern. Das haben wir schon gelesen. Achso, das ist auch die erste Seite. Entschuldigung. Achso, du gräbst sie erst alle aus. Ups. Du gräbst sie alle aus. Schmeißt sie dahin. Wieso bringst du die nicht in unser Silo? Ja gut, bring sie halt ins Haus. Das wird schon okay so sein. Da haben wir ja auch die anderen Karotten fürs Kaninchen her. Mussten wir die bezahlen? Keine Ahnung. Achso, oh, guck mal, wir können die Zeit ein bisschen schneller machen hier. Oh, großartig, du hast die Aufgabe erfolgreich erledigt und jetzt zum angenehmen Teil. Fordere deinen Preis ein. Super, schön, dass wir. Ach. Warte mal, ich kann aber. Oh, das war falsch Knopf. So, wir machen mal wieder normal. Warum steht da halt 17 von 100? 17 von 100 was? Da stand vorhin schon mal eine Zahl, dass ich dachte erst, es wäre das Tutorial, aber ich glaube, es ist es nicht, oder? Ist das hier das? Nee, das ist unser Level. Ah, okay, wir sind Level aufgestiegen und jetzt brauchen wir 100 XP, wie auch immer. Das ist das? Okay. Ja, gut. Wir fordern unseren Preis ein. Lieber Simon. Ja, herzlichen Glückwunsch, Simon. Ja, weißt du wieder, wie ich heiße. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Wir brauchen Menschen wie dich, um unsere Gemeinschaft aufzubauen. Du hast meinen Respekt. Ich bin bereit, allen Leuten zu sagen, wie vertrauenswürdig du bist. Hier ist deine Belohnung. Danke. Ich will erstmal meinen Preis holen. Hä? So machen wir das. Erster Platz. Darf ich das lesen? Immer mehrere Seiten jetzt, ne? Das ist ja ein Ding. Wo soll ich denn hier draufklicken? Irgendwie ist es ganz komisch gerade. Müssen wir dafür nicht dahin? Klar müssen wir dahin. Hä? Naja. Belohnung. Neuer Wettbewerbsteilnehmer bin ich jetzt. Also laut Steam-Errungenschaften. Du hast die Erlaubnis erhalten, dein Land zu erweitern. Tun wir das am besten sofort. Klicke auf das Stadtsymbol. Dort. Da, dort, da. Klicke auf das Rathaus im Bogen, dahin zu gelangen. Wusch. Hier regnet es voll. Klicke auf das Gemeindebüro. Ich muss mal eben. Oh, hier ist eine Bar. Oh, wie cool. Hier ist so eine richtige Stadt. Coffee Shop, Barber Shop, Videorental. Anscheinend spielt das Spiel ein bisschen, also ist schon was älter. Also das Spiel ist, wie viel, wieso gibt es hier so viele Barbershops? Und wieso sehen die gleich aus? Eine Gym, ein Cinema haben wir, was ist das hier? Keine Ahnung, Bürogebäude. Ein Drogengeschäft haben wir. Oh nein, das ist natürlich kein Drogengeschäft. Ein Drugstore, also eine Drogerie. Hier ist ein Restaurant oder so. Oh, ein Kuchengeschäft mit dem Kuchen oben drauf. Und voll süß. Was ist das? Es leuchtet so komisch. Warum? Keine Ahnung. Da ist wer drin. Wer ist da drin? Keine Ahnung. Okay. Bevor ich jetzt gleich das Rathaus nicht mehr wiederfinde. Okay. Boah, das können wir alles kaufen. Wow, sind wir mega Farm. Wähle den Bereich aus, den du kaufen möchtest. Ich möchte offensichtlich den Bereich kaufen. Ist das nicht unsere Farm? Schon?
Wisst ihr nicht? Okay. Es gibt nichts mehr zu tun, als es zu kaufen. Ja, wer hätte das gedacht? Habe ich. Wow, voll groß jetzt. Bravo, jetzt bist du der Besitzer des Landes und dein Hof wächst vor deinen Augen. Um weitere Genehmigungen zu erhalten, erfüll die Herausforderungen des Bürgermeisters. Lass uns das neue Terrain nutzen, um das Feld zu erweitern. Räumen wir die hinderlichen Bäume weg. Boah. Können wir denn nicht? Ich will aber, wollt doch gucken. Können wir die so ernten? Das interessiert mich. Na gut. Nur den? Fast auf den Bauern gefallen. Klicke auf das Feld und dann auf das entsprechende Symbol. Ah, okay. Mhm. Erweitere das Feld, um hervorgehenden Felder abzuschließen. Vergrößern. Großartig, denk daran, es hat aufgehört zu regnen. Wahrscheinlich, weil wir jetzt ein größeres Feld haben. So funktioniert das. Denk daran, dass ich mich mal bequemer hinsetzen muss. Oh. Denk daran, dass du Gehöfte und Gärten... Gehöfte? Das würde man Gehege... Naja, egal. Auf dieselbe Weise vergrößern kannst. Okay. Du kannst jede beliebige Form erstellen. Jetzt bauen wir einen Garten. Ja, beginnen wir damit, Platz zu schaffen. Fälle unnötige Bäume. Hä, wieso willst du den denn da hinten? Ja gut, ist halt hinterm Haus, ne? Gut. Ja, ist in Ordnung, können wir machen. Oh. Eigentlich nur halb abgebaut. Mit einer Spitzhacke übrigens. Baufenster. Einen Garten bitte. Gartenanlage. Klicke auf das Gartensymbol und baue ihn genauso wie ein Feld oder ein Bauernhof. Ja, die Übersetzung ist halt nicht die beste, aber ist in Ordnung. Bauen wir eine Straße. Muss da immer so ein Abstand zwischen sein, frage ich mich gerade. Wahrscheinlich, ne? Naja, das ist okay. Wir versuchen schön zu bauen. Warte. Ach so. Die Fläche war nur zu klein gerade, weil ich einfach... Ja. Ein Bienenstock. Oh Gott. Entschuldigung. Weil ich einfach das Tutorial machen musste. Und ne, da muss halt die Fläche... entsprechend groß sein, so wie das da aussieht. Ich will unbedingt eine Katze und einen Hund. Stell einen Bienenstock und einen Strauch in die Mitte, von dem sich die Bienen ernähren können. Okay. Beginnen wir mit dem Bienenstock. Klicke auf das Baufenster und baue einen Bienenstock. Wo ist denn da vorne? Da? Ich glaube, da ist vorne. Und jetzt noch ein Busch. Das war die falsche Seite. Können wir das... Wenn, dann muss ich das doch dahin erweitern. Naja. Egal. Was ist das? Nein. Doch. Hä? Was ist das? Was ist das denn da? Okay. Bau eine Bank, damit der Mitarbeiter sich... Was? Ist die auch da rein? Kann die hier hin? Wo muss die denn hin? Ich möchte die hier hinsetzen. Wieso wollte ich die denn da reinsetzen? Ach, na gut. Weisen wir nun diesem Auftrag einen Mitarbeiter zu. Stell einen neuen Mitarbeiter ein. Kann sich jeder Mitarbeiter nur um ein Feld quasi kümmern? Hm.
klicke auf das Stadtsymbol. Klicke dann auf das Symbol Arbeitsagentur, um zum Hauptsitz der Arbeitsagentur zu gelangen. Klicke auf das Gebäude und stelle neue Mitarbeiter ein mit dem Mietknopf. Soll ich ihn einstellen oder mieten? Vertrag. Kaspar! Man kann in der Arbeitsagentur auch Tiere. Ach nee, die sind dann. Ach so. Die sind dann für die Tiere zuständig. Verstehe. Und wir haben halt noch niemanden für die Produktion. Wir haben sie für die Tiere, ihn für Landwirtschaft und vielleicht deswegen. Der Mitarbeiter wird bald an der Bushaltestelle des Hofs sein. Wir haben, warte, was habe ich hier? Kapitalismus? Ich hatte da eine Steam-Errungenschaft. Wir haben jetzt ein wenig Freizeit. Vielleicht möchtest du dich in der Stadt umsehen. Habe ich doch gerade schon. Achso, so meinst du das. Fahrzeughandel. Klicke auf das Gebäude jetzt. Warte doch mal. Ich muss erstmal hier ordentlich gucken. Wow. Also ich muss schon sagen, dieses Spiel hat schon echt... Ist auf dem Hof angekommen. Ja, dann sollten wir dem das vielleicht erstmal zuweisen. Aber gut, wir wollen ja Tutorial machen. Ich klicke mal schnell, damit wir schnell Kaspar sagen können, was er tun soll. Okay, hier können wir ein Auto kaufen und so. Was rede ich denn da? Das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, dass es sehr viel hier gibt, was man machen kann. Finde ich super. Ich muss sagen, ich finde das Spiel bisher super. Mein erstes Fazit nach einer halben Stunde. Hier kannst du neue Fahrzeuge kaufen. Denk daran, dass du Platz in der Garage haben musst. Was? Der Mitarbeiter ist... Achso, wir wollten uns nur die Fahrzeuge angucken. Okay. Hallo Kaspar. Weisen wir nun diesem Mitarbeiter eine Aufgabe zu. Wähle einen Mitarbeiter aus. Hallo. Wie er uns winkt. Da ist er. Begib dich nun in die Mitte des Hofes, in die Nähe des Gartens. Hiermit? Achso, damit kommen wir nach Hause. Alles klar. Klicke auf den Garten und weise Mitarbeiter eine Aufgabe zu. Arbeite hier. In der Zwischenzeit kannst du die Zeit beschleunigen. Fahre mit der Maus über das Panel und klicke auf die Schaltfläche. Ja, kann ich auch, aber ich kann auch 1, 2, 3 machen. Genau, Alpha 1, wieso auch mal diese Taste so heißt. Das ist einfach oben die Zahlen. 1, 2, 3. Also, das habe ich schon nachgeguckt. Du kannst die Zeit auch mit den Tasten, blablabla, so wie Space verwalten. Okay. Puh, so viel Information für den ersten Tag. Das ist alles, was du über unseren Hof wissen solltest. Das ist ja schön. Achso, der hat irgendwas geerntet. Wenn du etwas vergessen hast, kannst du es immer im Tutorialbuch nachschauen. Überprüfen kann ich das auch, ja. Hier. Kamera, Ressourcen, bla, super, Gehege, okay. Schau, ein Hund und eine Katze sind aus einem Zwinger gekommen. Wo? Halt, jetzt mach doch die Zeit mal aus, damit ich hier gucken kann. Bei all dem Aufräumen haben wir vergessen zu überprüfen, ob hier jemand wohnt. Zum Glück sehen sie sauber und gesund aus. Wahrscheinlich hat dein Nachbar sie gefüttert. Der Hund und die Katze werden uns auf jeden Fall auf dem Hof helfen. Es lohnt sich, sich um sie zu kümmern. Sie werden Nagetiere vertilgen und Füchse vertreiben. Nicht, dass irgendwer unser Kaninchen frisst, vor allen Dingen, weil sie hier die ganze Zeit auflässt. Spielen wir mit dem Hund. Wähle einen Mitarbeiter aus. Momentchen. Ach, näher geht's nicht. Hä? Was hast du? Läufst du oder weißt du gerade nicht, wohin? So. Achso, du läufst. Okay. Hast du Kopfschmerzen? Klicke auf den Hund und wähle Symbol streicheln. Streichel den Hund! Großartig, denkt daran, dass der Mitarbeiter, der die Aufgabe hat, die nächste Aufgabe ausführen wird. Der die Aufgabe hat, die nächste. Du meinst damit, dass sie wieder zurückgeht, ja? Hab ich das richtig verstanden? Du sollst nicht das Kaninchen erstechen. Wir brauchen mehr Kaninchen. Großartig, spiel mit den Tieren, um sie glücklicher zu machen. Denk daran, dass der Hund und die Katze... Auch helfen, ja.
Verkaufen wir die Karotten, die wir ernten, und kaufen wir Futter für unsere Tiere. Wir fahren mit dem Pickup. Hattest nicht gerade das Spiel gesagt, das Tutorial ist jetzt vorbei? Ganz komisch. Wähle den Mitarbeiter aus und lösche seine aktuelle Aufgabe. Die muss erst noch die Katze streicheln. Streichel die Katze auch noch. Bitte. Bring den Mitarbeiter zum Fahrzeug. Geh ins Auto. Auto. Hä? So, fahren. Guck mal, die können wohl so da lang laufen. Kannst du mal kurz. Ach Mann, ey, irgendwer muss doch die Katze streicheln. Das können wir auch sammeln, ne? Okay. Können wir halt im Moment nicht tun. Naja. Der Mitarbeiter ist bereits im Fahrzeug. Fahre zum Silo. Dahin bitte. Hast du fein gemacht. Lass uns die Karotten ins Auto laden. Markier das Silo. Karotten? Wähl die zu übertragenden Produkte. Je mehr du verkaufst, desto mehr verdienst du. Aber die Frage ist, brauchen wir Karotten für die Hasen oder nicht? Können wir da was reinschreiben? Nimm alle. Steuerung 10 mal, Shift 100 mal. Ah, okay. Man muss manchmal lesen, was da steht. So, wir behalten aber mal 10. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir nicht welche für die Häschen brauchen, ne? Nehmen. Klicke auf Abholung, wenn der Mitarbeiter die Produkte in der Hand hält, um sie dorthin zu bringen. Das ist aber ein bisschen fiddelig jetzt, oder? Das wäre extra so. Also, okay. Jetzt müssen wir die Karotten auf den Markt bringen. Bringen den Mitarbeiter zum Fahrzeug. Ach, Linda, du Süße. Ja, der Hut. Achso. Die hat hier ihren Hut an, wollte ich sagen. Klicke auf das Stadtsymbol und dann auf das Marktsymbol, um dorthin zu gelangen. Da ist jetzt das Handelszentrum. Der Markt. Okay. Parke auf dem Markt. Klicke auf das Gebäude und wähle die Interaktion Parken. Jetzt müssen wir warten, bis der Mitarbeiter eintrifft. Es wird eine Weile dauern. Du kannst die Zeit beschleunigen. Können wir sie verfolgen? Nee. Schade. Ne. Wir können nur. Hey! Warte doch! Wo ist sie denn jetzt? Da. Ich wollte sie aber beobachten. Du hast super eingepackt. Öffne die Packung, dann sehe ich im Verkauf alle Karotten. Wahrscheinlich so. Gemüse! Verkaufe alles. Kaufe je 10 mal rohes Fleisch und Milch. Es gibt Kisten im Auto, die darauf warten, ausgepackt zu werden. Bringen Sie an den richtigen Ort. Was ist der richtige Ort? Das Silo? Fahren wir mit dem Auto zum Silo. Wähle ein Fahrzeug aus. Dieses hier. Der Mitarbeiter ist bereits im Fahrzeug. Fahren zum Silo. Hierhin bitte. Okay. Macht sie. Ah, hier steht, was sie hat. Hier unten. Okay. Heide. Ach so. Ich kann ja nie niemandem irgendwas machen, solange hier. Also.
wollte aber noch einen Schluck trinken. Steige aus dem Fahrzeug aus, klicke dazu auf das Auto und dann auf das Aussteigsymbol. Raus da! Verschiebe alle Artikel vom Pickup zum Silo. So. Nimm die Produkte. Achso, kann man sagen, nimm alle. Tu die da rein. Ist das so richtig gewesen? Ich glaube ja, ne? Also Kopfweh? Bring sie jetzt dahin, ja? Super. Unsere Produkte sind jetzt an einem sicheren Ort. Herzlichen Glückwunsch, weiter geht's. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Tutorial beendet. Ja, und dann kommst du mir gleich wieder mit einem anderen Tutorial. Jetzt kannst du anfangen, Lebensmittel für die lokale Gesellschaft zu produzieren und an Herausforderungen teilzunehmen, die dir helfen, ein lokaler Bauernheld zu werden. Das Gute ist, dass meine Pause-Taste nicht funktioniert. Warum nicht? Doch, jetzt hat sie funktioniert. Ach, die trinkt Milch. Und er trinkt Fleisch. Kaninchen. Die fressen doch bestimmt Fleisch. Nein, die geben bestimmt Fleisch. Freier Platz 14. Okay, ich will auf jeden Fall mehr davon haben. Du kannst die Katze streicheln, bitte. Katze? Säubern? Helfen? Streicheln? Okay, wir sind tatsächlich anscheinend mit dem Tutorial fertig. Das ist ja zauberhaft. Und hier sehen wir immer... Nee, da sehen wir, wie es ihr geht. Nee, hier sehen wir, wie es ihr geht. Hunger, Sauberkeit, Gesundheit. Ja, ist kein Ding hier. Mitarbeiter automatisch, arbeite da. Mhm. Dem Hund ist auch alles gut. Spiel gespeichert. Okay, ich denke, wir sind tatsächlich fertig mit dem Tutorial. Das ist ja zauberhaft. So, nein. Kannst du eigentlich auch das Kaninchen streicheln? Du kannst auch das Kaninchen streicheln. Du hast Hunger? Hier ist Essen. Karotte, wusste ich doch. Okay, wir kaufen auf jeden Fall erstmal ein paar Kaninchen. Wie viel können wir denn kaufen? Ein paar. Machen wir mal. So. Schätze, was machst du denn da? Haben wir für die auch einen Futterspender? Fülle auf. Warte, es muss grün sein, ne? Okay. Kannst du da mal kurz auf... Achso. Und du kannst hier mal auffüllen. Ja. Hallo? Du kannst da auffüllen. Aha. Wunderbar. So, dann haben die ja schon mal alles, ne? So, was können wir denn hier mitmachen? Wasser, ernten. Du bist hier doch unter ein Ernteboy. Kannst du mal hier ernten. Guck mal, dass wir das machen können, das steht da gar nicht. Also, das hat er gar nicht gesagt. Oder? Ah, die wäscht die Häschen. Du musst hier gießen. Ja, kannst du machen. Das ist kein Problem. Achso. Hier, die sollst du jetzt da reinbringen. Was? Machst du? Machst du. Okay. Warte, wir sind ja noch nicht fertig. Guck mal, hier ist auch noch was. Du. Wo läufst du denn hin? Achso, du musst erst hier was machen. Nee, hier ist nichts zu tun. Läufst du erst fertig? Ist nicht dein Ernst. Und da kannst du auch mal.
Und dann kannst du, guck mal, hier ist noch sowas. Da kannst du auch ernten. Guck mal, wir gehen mal hier. Ja, komm mal hier. Ach, schön. So. Du, meine Liebe, kannst mal diesen Baum ernten. Und du kannst ja gießen und dann kannst du mal diesen Baum ernten. So, dann haben wir hier haufenweise Äpfel. Da können wir gleich mal was verkaufen. Was ist das hier eigentlich? Das können wir gießen. Okay, müssen wir das gießen? Was können wir hier machen? Höfe 1. Ah, okay. Hier sehen wir, was wir so alles haben. Produkte. Wir haben überhaupt sowas gar nicht. Kartoffeln, Weizen. Scheunen. Okay, das hier ist einfach nur nach Hause. So, hier haben wir dann noch verschiedene Gebäude. Wir haben einen Schuppen. Verwende ihn zur Aufbewahrung von unnötigen Maschinen. Ach, da müssen wir das dann hinbringen, ja? Ist das so korrekt? Hier wird das Heu getrocknet. Ein Lagerhaus für Feldfrüchte und andere landwirtschaftliche Produkte. So ein Lagerhaus wäre doch eigentlich viel cooler als so ein kleines Mini-Silo, oder? Was ist das denn? Das kannst du mal machen. Die bringen das automatisch hier hin, ja? Verstehe ich das richtig? Ja, ich denke schon. So viel wieder drin ist. Er ist hier fleißig am Ernten. Hier ist so viel mehr zu ernten, ne? Aber wir können ja jetzt nicht, wer weiß, worum schicken. Wir brauchen sowieso gleich mal mehr Geld und so. Ah, was? Martha braucht deine Hilfe. Hilfst du? Klar. Wer ist Martha? Martha? Süßes Milchleben. Milch? Ich habe keine Milch. Hi, hier ist Martha, Inhaberin des lokalen Molkereiproduktladens. Wir möchten unsere Produkte mit gesundem Honig versüßen. Ich weiß, dass wir den von dir bekommen können. Wir brauchen 3 Honig innerhalb von 3 Tagen. Okay. Huch. Wie mache ich das? Ah. Was ist das denn? Hier ist Milch drin. Kann man die so einfach nehmen? Ich kann hier einfach Sachen nehmen, die hier rumstehen. Was seid ihr denn? Biker. Können wir hier einfach irgendwas, also wenn ihr in der Stadt was finden, können wir es dann behalten? Weiß nicht so genau. Was denn hier? Da können wir nichts dran machen, okay. Die Autos. Hallo, ich brauche jetzt nichts. Ah, okay. Also die kommen, die Läden, die, alles klar. So, du brauchst Honig, ja? Warte mal. Ich wollte aber eigentlich gerade gucken, was wir hier überhaupt noch so haben. So, haben wir denn hier, haben wir Honig? Verarbeitet, Molkerei, Honig. Alles klar, also einmal brauchen wir noch Honig. Wie schnell ist denn Honig da? Also wie viel schnell? Feuern oder genauso? Ja, okay. Der macht da schon seine Sachen, ne? Ja, was sollen wir denn jetzt hier noch so machen? Sollten wir einen Kuhstall? Warte, die braucht Fleisch und Milch. Hier ist unser Garten. Fleisch und Milch. Also wäre es doch klug, wenn wir vielleicht gucken. Gibt das hier automatisch Fleisch?
Und was, wenn wir das hier wässern? Was los? Was denn? Wieso ist das? Warum? Ich weiß nicht, was du willst. Willst du nach Hause gehen? Möchtest du mehr darüber erfahren, warum du dich um die Freizeit deiner Mitarbeiter kümmern solltest? Nein. Werte, wenn er jetzt... Ich muss ihn mal kurz beobachten. Kriegt er denn mal Energie? Wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung. Wie geht's dir so? Dir geht's gut. Okay. Die hat nicht so viel... Ja, Hunger, dann geh doch fressen. Hier ist doch was, oder nicht? Klar, hier ist Kuhmilch drin. Nein, doch. Simon. Wie kommen wir denn jetzt wieder auf Simon? Angestellte. Ah, okay. Ach, hier hätten wir auch gesehen, was er hat, frage ich mich. Okay, ja, gut. Ich würde sagen, wir machen hier noch ein Feld. Hier, den machen wir auch weg. So. Ein Feld. Warte, was gibt's hier denn überhaupt noch? Kleine Unterkunft. Dafür kriegen wir mehr Mitarbeiter. Mehr Lagerplatz. Heu. Was haben wir hier noch? Achso, das können wir alles noch nicht. Haben wir hier was anderes dann? Ah ja. Dekoration. Pff, brauchen wir nicht. Karottenspeicher, Spiel gespeichert. Kornspeicher? Spender. Okay. Warte mal. Tiere zu füttern macht Spaß, sicher, aber du... Ja, okay, gut, 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 gut. Tiere. Können wir hier noch mehr Bienen reinpacken? Ja, ne? Guck mal, dann können doch... Wo sind sie mal vorne? Hier überhaupt irgendwo vorne? Man weiß es nicht. Okay. Stellen den jetzt einfach mal so dahin. Zack. So. Schafe. Die geben aber auch keine Milch, oder? Ziemlich großes Haus für Schafe. Sie bevorzugen es Heu zu essen und geben dafür ihre Wolle. Okay. Die können wir alle noch nicht. So, sehr gut. Du bringst Honig, das heißt... Rote Beete oder... Wir machen mal Kohl. Ja. Achso. Hm? Neues Level! Jemand braucht ein... Ja, das machen wir noch. So. Wie geht's denn dir so? Ich muss halt hier gucken, ne? Ich kann das nicht sonst sehen. Hä? Wie lange musst du dich denn erholen? Das ist ja voll lange. Hm? Was mit dir? Muss ich irgendwas kaufen? Hunger? Ach so, du gibst denen gerade schon was. Okay, gut. Ja, ich würde sagen, wir stellen erstmal noch jemanden ein, der vielleicht hier das macht. Beziehungsweise du. Geh mal ins Auto.
fahre als Beifahrer, fahre in die Garage. Park, um zu handeln. Transportiere Produkte. Okay, erstmal. So, ja, die sollst du von hier aus natürlich transportieren. Honig. Wir brauchen dreimal Honig schon mal. Doch, dreimal Honig. Dann haben wir ja ganz viele Äpfel. Die können wir ja verkaufen, ne? So, Weizen. Keine Ahnung, ich lasse das mal so. So, die Äpfel können wir aber schon mal verkaufen. Nehmen die Produkte. Die Aufgabe steht in der Warteschlange. Das heißt, er bringt sie doch automatisch dahin, ne? Gehe ich da recht in diese Annahme? Schauen wir mal, was er macht. Ich weiß, wir haben ja was, aber ich will das jetzt nicht wissen. Was sollst du denn sonst damit machen? Du bist ja lustig. Oh, warte, warte, warte. Hör mal eben damit auf. Fahr mal damit. Fahren. So, warte. Fahr hier hin. Ja, gut, er fährt. Ich war mir jetzt nicht so sicher. Warte mal, können wir den... Wir können den nicht beobachten, ne? Ne. Okay. Dann warten wir mal hier auf ihn. Hopp, 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 hopp. Da kommt er. Hä? Ne, da kommt er. Okay. So. Liefere das Produkt. Tippidi. Schön, die mag uns jetzt. So, dann fahren wir... zum Handeln. Hm? Die Nacht bricht an. Kümmere dich um deine Felder und Tiere. Hä? Was soll ich denn mit meinen Feldern und Tieren machen? Das ist jetzt erst ein Tag gewesen, oder was? Dann beeil dich mal ein bisschen. So. Kaufe, verkaufe, wir können. Müssen wir die gar nicht haben, gerade? Warte mal. Oder ist nur grün, was wir machen können? Wo sind die Äpfel? Ach da, da ist Obst. War das jetzt richtig? Da haben wir jetzt nichts mehr, ja? Ah, jetzt ist das hier weg. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Gott. Die Nacht beginnt, schauen wir auf unsere Statistiken. Ach so. Deswegen die Nacht. Willkommen bei der Zusammenfassung. Gut. Willkommen bei der Zusammenfassung des Tages. Hier findest du Informationen und Statistiken über den letzten Tag des Wettbewerbs. Auf der Liste stehen auch... Ach so, heute erreicht... Okay, auf Informationen über den Wettbewerb. Auf der Liste stehen auch lokale Landwirte, die mit dir um den besten Platz konkurrieren. Für einen Platz auf dem Siegertreppchen wirst du mit Erfahrung und Geld belohnt. Wieso sind wir denn jetzt auf Platz 5, wenn wir hier... Achso, 200. Ah, okay. Wir kriegen am meisten.
Was heißt denn das mit 200? Wofür haben wir die jetzt gekriegt? Für unsere 10 Möhren? Und die werden, sind dann random gut oder schlecht oder was? I don't know. Nächster Tag. Wo fahren wir hin? Ach so. Oh, wie hübsch. Das ist ein bisschen schnell, aber ist in Ordnung. Ein Spatz pfiff mir, dass es im Leben Höhen und Tiefen gibt. Aber nach dem Sturm geht immer die Sonne auf. Sehr gut. Und du machst jetzt hier automatisch wieder, ja? Und du putzt. Wo ist unser anderer Mitarbeiter? Kasper! Da bist du. Fahr mal bitte in die Garage. Okay, fahr in die Garage. Dann fährt er dahin. Ja, wegen mir. So, warte mal, was haben wir denn hier? Bürgermeisterwettbewerb kümmern. Haben wir doch schon. Lieber Simon, bau 15 Straßen eines Typs für 15. Was? Müssen wir das innerhalb von einem Tag schaffen? Ich weiß, dass du erst vor kurzem unserer Gemeinschaft beigetreten sind. Warte mal, ich muss hier kurz mich um den anderen hier kümmern. Tschüss, Auto! Ach, wartet, der ist jetzt aber erholt einfach, ja, weil die Nacht halt da war. Momentchen! Hä? Nee, ich wollte. Nicht du! Alle erholt. Was ist denn mit ihr? Ist sie nicht mehr angestellt oder was? Keine Ahnung. Sehr verwirrend ein bisschen. Also nicht sehr, aber ein bisschen. Bisschen verwirrend. Oh, guck mal, am nächsten Tag sind die. Warte mal, ich muss ja jetzt mal kurz. Also einen Tag brauchen die, um neu dahin zu kommen, ja? Ich muss hier noch ein bisschen klarkommen gerade. Was ist das eigentlich für ein Baum? Ein Birnbaum. Ich habe irgendwie erst gedacht, es wäre ein Zitronenbaum. Hier muss mal jemand pflanzen, bitte. Okay. So, ich muss kurz Pause machen. Das ist alles ein bisschen viel. Du hast ein sehr hübsches Outfit an, junge Dame. Die Anne. Hä? Trage dich. Warte mal, war das nicht gerade? Erinnerst du dich, als du versprachst, dich für die Autoreparatur letztes Mal zu revanchieren? Jetzt ist die Zeit gekommen. Bitte liefer mir 30 Karotten. Ich warte neben Brauerei. Okay. 30 Karotten? Ja, schaffen wir schon. Aber wer hat noch was anderes, ne? Hier, das da. So. Das wollte ich mir eigentlich angucken. Lieber Simon, ich weiß, dass du erst vor kurzem unsere Gemeinschaft beigetreten sind. Ja. Aber ich möchte, dass du weißt, dass wir dafür sorgen, dass in unserer Nachbarschaft dass es in unserer Nachbarschaft ordentlich ist, und schön aussieht. Als Bürgermeister sorge ich persönlich dafür, dass jeder Bauernhof gepflegt ist und sich durch seine reichhaltige Infrastruktur auszeichnet. Danke. Ich denke, wir alle werden an einem schönen Ort besser leben, oder? Bitte kümmere dich um deinen Hof, baue Straßen für die zukünftige Entwicklung und investiere in Dekorationen. Vertrau mir, dein Leben wird sich ändern, wenn du den Raum um dich herum veränderst. 15 Dekorationselemente? Gut. Wir haben 2 Tage Zeit. Die Aufgaben des Bürgermeisters mögen als Herausforderung erscheinen, aber sie lohnt sich, wenn du willst, dass der Hof wieder so glänzt wie an dem Tag, als dein Großvater sich um ihn kümmerte. Aha, der Großvater also. Entschuldigung. So, 15 Wege, ja?
Guck mal, hier hinterm Haus. Was? Achso, das ist der Hund. Der Hund ist dreckig. Du? Kannst du den Hund mal waschen? So. Gut. Und danach vielleicht noch die Katze. Die ist doch bestimmt auch stinkig jetzt, ne? Hallo, Katze? Katze. Ja, die muss leider auch gesäubert werden. Hier ist voll viel zu tun. Okay, ich möchte sowieso hier so einen Weg haben. Dann können wir hier so hinten ein paar Dekos machen. Und dann vielleicht hier noch so einen Weg. Boah, der müsste ja eigentlich hier rumgehen. Das ist ein bisschen doof, oder? Naja, gut. Ich glaube, wir können das ja auch wieder ab. Pflastersteine. Okay. Noch nicht. Hier so hin. So, dann können wir hier vielleicht noch so ein kleines Gehege machen. Nee, möchte ich den Weg ja nicht vorher machen, aber gut. Können wir das so? Nee, können wir das? Oh, ups, Entschuldigung, ich wollte Wege bauen. Hier können wir nichts hinbauen, aber ich möchte hier einen Weg haben. Wie soll denn das gehen so? Ich meine, wir können natürlich da so einen Weg hinmachen, aber der bringt ja nicht viel. Wie viel Wege brauchen wir? Warte mal. Oh, nein, nein, nein. Nachrichten. Wo haben wir das denn? Wo ist denn? Da ist die Quest, ne? Ja, Bürgermeister-Wettbewerb. Okay. Oh. Ah, okay, sehr gut. Guck mal, wir haben schon 8 von 15. Ich meine, wir sollen ja für zukünftige Infrastruktur bauen, ne? Dann können wir ja hier auch nochmal hinbauen. Hm, wie viel noch? Jetzt noch 5. Hm. Wir können ja hier noch einen kleinen Garten dran bauen. Ist ja nicht so schlimm. 1, 2, 3, 5. Nein, 1, 2, 3. Hier. Okay, der Baum muss weg. Der Baum muss einfach weg. So, zukünftige Infrastruktur. Wir kommen dahin. Ne, guck mal. Könnt ihr das mal langsam weiterlaufen lassen. Was denn hiermit? Hä, wir haben doch gerade was angenommen. Zufällige Quest? Ah, okay. 30 Karotten. Bis zum Ende des Tages. Okay. Wie viel haben wir denn? 10. Aber er macht ja gerade. Also müssen wir einfach nur warten, bis er damit fertig ist. Hm? So, du putzt hier gerade die Tiere. Ja. Hä? Hast du die Katze jetzt gewaschen? Nö. Ach, jetzt gehst du die Katze waschen. Alles klar. Die Katze waschen ist auch so. Naja, Spiegelspeicher, wunderbar. Was brauchen wir noch? Deko. So, Dekoration ist hier. Ja. Gibt es hier auch was Schönes? Was ist das denn? Kistenstapel. Das sieht wunderschön aus. Bequeme Holzbank. Ich glaube, die können wir mal irgendwo hinbauen. Hier so, ne? So vorm Haus ist die doch schön. So. Jetzt haben wir noch Lampen, eine Vogelscheuche. Die Vogelscheuche macht sich hier so zwischen. Ganz wunderbar. 15. Was mit Kaspar? Achso, der hat keine Aufgabe, ne? Ja, das ist kein Problem. Du kannst hier
alles Mögliche ernten. So. Achso, du könntest dich auch mal hier drum kümmern, ne? Kannst du mal hier arbeiten eine Zeit lang? Weil ich glaube, den Häschen geht es ja sogar halt ganz gut. Doch, die produzieren wohl Fleisch. Das ist ja voll lustig. Also die produzieren Fleisch. Aber halt ohne geschlachtet zu werden. Das ist schon schön. So, Kisten. Kisten sind also dekorativ, habe ich gehört. Kisten. Ernsthaft? Ich will doch nicht... Geh doch mal weg hier. Ich will doch nicht über Kisten hinstellen. Mach. Ja, okay. Komm. Wir können vielleicht mehr Bänke. Wieso regnet es denn jetzt so? Naja. Hier macht nirgendwo ein Zaun irgendwie Sinn. Können wir noch mehr hiervon freischalten oder ist das alles? Wäre auch irgendwie interessant. Ah ja, gut. Wir bauen hier einen Zaun hin. Huch! Das gilt jetzt als zwei, ja? Zäune. Was? Bronzene. Ich habe irgendwas gemacht. Was habe ich getan? Du hast dieses Produkt lange nicht benutzt. Mais! Was soll ich mit dem Mais machen? Ich kann es verkaufen, meinst du, ja? Aber ich weiß nicht, ob ich das vielleicht brauche, um anzupflanzen. So, ja, das gilt als zwei. Ja, cool. Dann machen wir doch hier einfach einen Zaun hin. Weiß der Geier, warum wir das machen, aber... Wir machen einfach einen Zaun hin. Hä? Nein, das war nicht Deko. Hier ist Deko. Oder eine Hecke? Wie nah an Sachen dran können wir das denn machen? Können wir die auch da reinbauen? Oh ja. Aber da passt sie nicht hin, ne? Schade. Na dann. Hier. So. Ich will ja eigentlich nicht so viel Geld jetzt dafür ausgeben, ne? Komm, wir machen hier jetzt einfach den Zaun weiter. Hallo? So. Warum nicht? Ernsthaft, wie doof sieht das denn jetzt aus dann? Das muss doch da dran. Gut. Bauen wir da ein paar... Das ist aber viel Heu. Na gut. Wegen mir. Ich will noch Deko bauen. Jetzt lasst mich hier. So. Wir lagern sehr viel Heu hinterm Haus. So, guck mal. Dann können wir das hier noch so richtig einzäunen. Wir müssen das mal eben umdrehen. Wie ging das nochmal so rum? So. Voll. Nee, dann ist halt nachher wieder... Nee, nee, nee. Wir bauen doch andersrum so. So, guck mal. Haben wir eingezäuntes Heu? Das ist schon mal super. Meine Hand schläft übrigens ein. Fahren Sie spannend. Kümmere dich mal ein bisschen um die.
Hier ist gerade nichts zu tun, ne? Wenn du da gepflanzt hast, ne? Kannst du dich mal ein bisschen ausruhen gehen. Dafür bauen wir mal hier noch eine Bank hin, würde ich sagen. Immer falsch. Eine Bank. Hier so. Mich hier mal winken. So. Die haben Hunger, siehst du das nicht? Füll das mal auf. Du kannst das gleich mal auffüllen. So. Das ist voll cool. Ich bin hier gerade voll drin. Und deswegen würde ich sagen, ich höre mal lieber auf aufzunehmen. Weil, ich kann jetzt noch Stunden so weitermachen. Aber dann seht ihr auch nicht mehr vom Spiel. Ich denke, wir haben schon so einiges gesehen, ne? Wir können halt hier in die Stadt, können wir noch zur Teilhandel? Teilehandel? Was gibt's da so? Keine Ahnung. Teilehandel. Für Platz für gekauftes Zubehör. Das können wir also auch in der Stadt lagern oder was? Und hier gibt es halt noch so Sachen, Großhandel zum Beispiel, die wir freischalten können. Vielleicht kommen wir hier auch, kriegen wir hier noch mehr Sachen? Ich weiß nicht, weil vorhin hatten wir ja nur den sandigen Weg zur Auswahl. Und jetzt haben wir das noch. Also es könnte natürlich auch sein, dass hier noch trotzdem weitere Sachen dazu kommen. Oh, wir können jetzt hier Zwiebeln, Kartoffeln, so viel können wir hier anbauen. Das ist Gras? Können wir hier auch, wieso? Achso, Heu. Hm? Ja, ergibt Sinn. Klar. Wir können hier noch so... Guck mal, wir könnten hier noch einen Busch. So einen Busch reinbauen. Und, darf ich hier einen Pflaumenbusch reinbauen? Wieso nicht? Wir bauen da einen Pflaumenbusch hin. Birnbäume und Apfelbäume haben wir hier, glaube ich, genug. Guck mal, so. Dann können wir aber hier noch... Ich habe eigentlich gerade gesagt, ich höre jetzt auf, ne? Ich weiß, aber... So, da kommt jetzt noch so sowas hin. Ja, also Felder. Hier habe ich ja gerade schon reingeguckt. Man kann hier einiges an Tieren auch haben. Ach, aber man muss so viel Mitarbeiter dafür. Es ist so echt... Also man muss schon ganz schön managen hier, ne? Das jetzt nicht so... Mal eben Blödsinn machen und so. Also schon. Aber man muss schon ganz schön managen. Man muss vor allem unbedingt noch mehr Blumen hier hinbauen. Ja. Es ist viel zu managen und ich glaube, ich tüttel hier jetzt noch ein bisschen weiter rum, weil irgendwie ist das ja schon mein Fall so, ne? Können wir das hier hinbauen? Ne, wegen dem Weg, ne? Schade. Aber vielleicht hier an den Rand. Guck mal. Guck mal, hier. Hier auch? Oh ja. Dann lass uns doch mal eben hier noch ein paar Blumen hinbauen. Das ist doch schön, oder? Der Hund braucht Heilung. Das Spiel wurde gespeichert. Guck mal. Nein, da muss noch einer hin. Ich kann nie wieder aufhören. Ich sag's euch, ich kann einfach nie wieder aufhören. Ihr müsst das jetzt ein bisschen mit ausbaden. So. Okay. Pause, stopp. Das Feld braucht Sachen. Der Hund, die Katze, alle brauchen irgendwas. Hier, Katze. Heilen die Katze. Du. Nein. Du. Okay, hör auf da zu sitzen. Und dann steh auf. Los.
Steht nicht auf. Steh sie jetzt mal auf. Okay, weißt du was? Geh du den Hund heilen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bevor jetzt, ja, ich höre nie wieder auf, ist das euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich finde das Spiel super. Vielen Dank nochmal, dass ich das zeigen durfte an Ultimate Games. Ich werde das sicherlich für mich noch ein bisschen weiter inspizieren, dieses Spiel. Und das ist genau mein Fall. Ist einfach genau mein Fall. Ich glaube, es könnte ein bisschen schwierig werden, wenn du dann halt mehrere Sachen hast, die du hier zu tun hast. Und irgendwie steht er nicht mehr auf von der Bank. Warum nicht? Jetzt hör doch mal auf, dich auszuruhen. Das Spiel hat definitiv keine Bugs. Wo sind wir denn jetzt hin? Okay, alles cool. Nein, alles gut. So kleine Sachen sind, finde ich, absolut nicht schlimm. Aber der steht nicht auf, ne? Vielleicht können wir ihm einfach sagen, er soll hier arbeiten. Ach, der erholt sich halt einfach, bis er fertig ist mit Erholen, ja? Super. Können wir das hier bitte? Mal eben was gucken hier. Nee. Ups. Es geht einfach nicht. Man kann ihn nicht angucken, während er sich erholt. Das ist ein bisschen komisch, aber okay. Ja gut, der erholt sich halt, ne? Was soll's? Soll er sich erholen? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich höre seit fast 10 Minuten mit dem Video auf. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Habt viel Speis. Habt viel Speis bei was immer ihr auch tut. Und wir sehen uns dann einfach. Nein. Jetzt geht er sich wieder erholen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder zu was anderem. Ich bin gespannt, wozu. Aber ich werde auf jeden Fall noch hier ein bisschen weiter tüdeln. Ich bin schon wieder... Ich darf echt nichts anklicken, wenn ich Tschüss sage. Tschüss!